Ja, jetzt hier nochmal das gute umgebaute Stück, also meine Sherwood und ja, da der eingebaute Humbucker und ich glaube, das ist auch ganz gut gelöst, wie der da drin sitzt und ja, die beiden Potis, ja, da unten mein kleines Kaninchen und ja, die drei Stecker sind natürlich auch drin. Willst du auch mal Gitarre spielen? Komm hier. Ja. Mal schnuffern. Ja. Ja, das war's jetzt erstmal. Und wie gesagt, Mucke gibt's dann demnächst. Und ja, die Gitarre, die habe ich Marc Mustang gewidmet. Und danke, Marc. Ja, und wie die Gitarre gebaut wird, das seht ihr dann in dem Video jetzt gleich. Ich muss mich schon wieder seit langer Zeit melden. Ich habe nämlich was vor. Ich habe mir hier eine geile Sherwood gekauft und beabsichtige nun hier in diese Sherwood noch zusätzlich neben dem Tonabnehmer, der schon drin ist, da einen richtig geilen Humbucker einzubauen. Neben natürlich Poti und einen zusätzlichen Klinkenanschluss. Den will ich dann an den Bassverstärker anschließen. Dann möchte ich da noch ein schönes Kondensatormikrofon einsetzen, das hat auch eine Bewandtnis. Also Humbucker hier rein, Kondensatormikrofon kommt hier in die Decke rein, damit man halt ein bisschen mehr die Resonanz von dem Korpus mitbekommt für, zum Schlagen. Und ja, dann hängt hier natürlich schon das Mikrofon drin im Steg, mit dem man dann die klassische Western-Gitarre hören kann. Ja, und hier unten sollen dann hinterher drei Anschlüsse sein. Wie gesagt, einen für den Humbucker, den ich für Bass benutze, einen für die normale Western-Gitarre und einen für die Geräusche. Und da wollen wir mal hoffen, dass das Ganze funktioniert. Und von dem Resultat werde ich dann später mehr zeigen. Und hier könnt ihr jetzt im Schnelldurchlauf gucken, wie ich da löte oder auch nicht. Ist ein bisschen komplizierter mit der Einstellerei, aber ich kriege das hin. So. Ein kleines Käuschen. Also die erste Elektronik ist fertig, der Humbucker ist zusammengelötet mit dem Poti und dem Klinkenanschluss und ich habe im wahrsten Sinne des Wortes mal wieder nicht irgendwie am Lötfett gespart. Ja, so muss das sein. Und weiter geht's in der Runde und mal schauen, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. Und weiter geht's. Müssen die Finger natürlich auch noch da rein. Jo, und ich gehe jetzt mal rüber und probiere das jetzt aus. Weil
das Mikro zum Schlagen und ich muss wissen, wo ich das von innen jetzt reinklebe. Ne, da gibt es so zwei Komponentenkleber, aber das erstmal als nächstes. Also ich bin jetzt erstmal wieder weg. Also ich fange nochmal an. Die Position ist gefunden. Oh, dieses geile Mikrofon rein soll. Und da ich nichts den Zufall überlassen möchte, zum Beispiel, dass es noch irgendwo mal einen Massekontakt gibt oder irgendwie so ein Kram, isolieren wir den ganzen Kram nochmal ab an den Lötstellen. Schont ja auch die Kabel vor der guten Musik und dem Krach. So. Und jetzt kommt das Wunder. Ich habe hier zwei Komponentenkleber, der eine Tropfzeit von 5 Minuten hat. Der wird unter anderem auch bei der deutschen Aerospace und also weltraumtechnikmäßig angewendet und natürlich auch bei der NASA. Das ist das einzige Problem, was ich jetzt habe. Wenn ich das nächste Mal in die USA einreise, nicht, dass ich da mit dem Waffenkontrollgesetz irgendwie zu tun kriege. Weil ich weiß nicht, ob das irgendwie legal ist, was ich jetzt hier mache. Im Hintergrund hört ihr auch die Musik von jemandem, der mich dazu inspiriert hat, die Gitarre umzubauen. Absolut super Typ. Mark Mustang. In seinem richtigen Leben heißt er mit Vornamen Markus mit Z. Wallach. Absolut spitze Typ. Macht geile Musik. Ich kann nur Werbung für ihn machen. Und immer wenn ich solche Menschen sehe, denke ich, warum gibt es kein bedingungsloses Grundeinkommen? Weil unsere Gesellschaft braucht solche Menschen. In der Fabrik würden die kaputt gehen. Und die Fabrikarbeiter würden kaputt gehen, wenn sie nicht mal so gute Musik hören würden. Ja. Jetzt lasse ich das hier trocknen und kümmere mich jetzt um den Einbau des Humbuckers. Das wird jetzt ein größeres Problem, weil ich muss erst noch einen Holzsteg irgendwie fertig machen. Den werde ich mir jetzt irgendwie aus gutem Sperrholz sägen. Mache ich draußen, braucht da nicht gucken. Das Resultat bringe ich gleich mit. Und dann wird der Steg eingeklebt und auf dem Steg wird dann der Humbucker verschraubt. Ich glaube, das ist die beste Lösung. Ja, wie es später dann wieder. Jetzt wird geklebt, die Brücke. Ja, wieder mal Hallo in der Bastelkiste von Jörg. Es geht weiter. Der Humbucker wird eingebaut. So, nun der Funktionstest. Ja, also habe hier einen Stöpsel. Stöpsel 1, das ist für den Humbucker Pickup. Das soll also der Bass werden. Dann stecke ich den jetzt mal hier in den zweiten für die Trommel.
funktionieren. Und dann haben wir noch den dritten ursprünglichen. Das ist der hier im Stich eingebaute. Oh, der ist laut. Gute Dinger geholt hier mal, Dadarios, und zwar die Jazz Light, die Elver Flat Mount. Mal gucken, was passiert. Ja, und die Tage gibt es dann Mucke mit Rhythmus, Bass und normale Gitarre. Ja, lasst euch überraschen. Bis die Tage, keine Frage.